Hier ist wieder euer Robin für euch. Es ist der 6. April und ich bin auf dem Weg zum Rhein. Einige haben sich ja gewünscht, dass ich Kreuzfahrtschiffe auf dem Rhein filme. Ich erweitere das Portfolio. Ich nehme alle Schiffe mit rein, denn ich mache jetzt Schiffsspotting. Das heißt, so wie es ganz viele Züge in meinen Videos gab und, gibt es jetzt hier Schiffe. Ja, richtig schönes Wetter. Hinter mir die Brücke, die Rheinbrücke in Leverkusen. Ja, und jetzt laufen wir mal ein bisschen weiter. Das Wetter ist richtig schön. Ich habe mal wieder ein T-Shirt an. Das erste Mal dieses Jahr. Jo, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit den Schiffen. Und dann sehen wir uns nachher auf dem Rückweg wieder. Ja, hier könnt ihr sie nochmal sehen. Die Rheinbrücke über die A1. Sie soll ja abgerissen werden. Und da wird eine 8-spurige Autobahn gebaut. Ja, sorry, dass ich hier gerade reinquassel, aber der Wind nervt mich auch gerade, den bitte ich zu entschuldigen. Und dass meine Kamera nicht scharf stellt, lass dich deine Sonne, sind nicht die besten Verhältnisse, aber ich denke mal, die Impressionen sind trotzdem gut. Weiter geht's mit der Samari, jetzt herüberfährt hier.
Ja, jetzt schau mal, was da hinten kommt. Das ist echt ein Flusskreuzfahrtschiff. Ja. Schön, habe ich doch eins mit dem Video. Ja, das ist ein Schiff der Viking Cruises. Das kann ich jetzt schon erkennen. Und es ist das Schiff Viking Vidar. Wenn ihr euch wundert, warum hier Flugzeuge über mich hier wegfliegen, ich wohne in der Einflugschneise des Köln-Bonner Flughafens.
So, das wird dann auch mein letztes Schiff sein. Das, was ihr in diesem Video sehen werdet, ein Containerschiff. Ja, dann habt ihr auch einen kleinen Überblick bekommen, was hier so viele Schiffe fahren. Also, ich stehe jetzt hier, na, 20, 25 Minuten. Und ja, es ist schon allerhand, was an Schiffverkehr hier ist. Ich werde mich auf jeden Fall gleich nochmal von euch verabschieden. Aber Köln selber sehen. Ja, den optischen Zoom stelle ich immer selber nach. Klappt nicht immer. Aber ich denke mal, die Aufnahmen sind trotzdem ganz okay. Ja, jetzt könnt ihr da was sehen. Vorne, das ist so, wie soll man sagen, das wird einfach drangehangen. Oder vorne vorgestellt. Und dann wird das quasi geschoben. Vorne ist die Rolande und hinten Alsorge. Ich habe keine Ahnung. Ist aber einiges an Container drauf. Ja, das Schiff ist so groß, ich kriege das gar nicht komplett auf die Kamera. Ja, das ist jetzt auch ein etwas längerer Take. Ich bin jetzt schon bei 11 Minuten, aber das ist ja nicht das Problem. Ja, das kleine Bötchen WSP6 nehme ich natürlich auch noch mit ins Video. Steht Polizei dran, Wappen, Nordrhein-Westfalen. Die tun auch nur ihren Dienst.